So Leute, ich teste natürlich gerade die OLED-Taschenlampen, weil Halloween ist. Was macht man da natürlich? Das macht man nicht irgendwo, sondern das macht man hier im verwunschenen Filz. Ich bin also hier bei den Gräber. Ich hoffe, ihr könnt das Grab hier sehen. Und werde jetzt einfach mal die ganzen OLED-Lampen testen. Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outer Kimmer. Beim Blackout ist psychologisch eins der schlimmsten die Finsternis. Denn beim Blackout gibt es kein Licht mehr. Nirgends mehr. Keine Straßenlaterne, nichts gibt mehr. Und es ist plötzlich stockfinster bei euch. Aber Gott sei Dank gibt es ja da eine tolle Erfindung, die nennt sich Taschenlampe oder Lampen allgemein mittlerweile mit LEDs und Akkus, die uns dann den Tag wieder erleuchten. Und dazu gibt es jetzt passend bei OLED den Halloween Sale. Und bei diesem Halloween Sale gibt es was Cooles Neues, das habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Das ist dieses kleine Swiffle. Warum ich der Meinung bin, dass dieses Teil für 31 Euro in jeden Haushalt kehrt, zur Blackout-Vorsorge, das werde ich euch zeigen. Es gibt ganz cool, eine der beliebtesten Lampen ist die Seeker 2 Pro. Und da gibt es jetzt den Nachfolger, die Seeker 3 in Nightwolf Blau. Elends geil. Es gibt noch ein paar andere geile Farben. Und es gibt noch was Neues bei OLED. Messer. Ob die was taugen oder sonstiges, zeige ich euch im Test. Und wenn euch das interessiert, genau, Gewinne gibt es natürlich auch wieder. Was hätte ich fast vergessen. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Ich beginne also mal am besten mit dem Swiffle, weil ich bin der Meinung, das ist eine super Taschenlampe für ein Blackout. Es ist eigentlich keine Taschenlampe, es ist eigentlich eher ein Strahler, wie so ein Baustrahler. In der Richtung her, aber das ist eben der Vorteil, der kann nämlich eure Wohnung bis zu 90 Stunden lang beleuchten. So Leute, ich teste jetzt mal die Swivel. Vielleicht ganz cool, wenn man die Arme eingeschaltet hat, dann ist die hier so fluoreszierend. Das heißt, du findest die in der Nacht wieder, das ist schon mal ganz cool. Wenn ihr einschaltet, schaltet ihr auf Stufe 2 ein und ihr seht, es ist eigentlich ziemlich hell da drin, muss ich sagen. Also, von dem her richtig cool. So, dann machen wir mal die volle Power. Hier wird es noch heller. Jetzt leuchte ich mir einfach die Decke aus und habe hier indirektes Licht, das locker gelangt. So, dann machen wir mal. Leute, es ist jetzt im Büro fast finster, ich habe jetzt die Swiffel in der Hand und das ist die kleinste Stufe von der Swiffel. Wenn ich mal ganz ehrlich sagen, wird locker ausreichen, dass ich direkt davor lies und wird so ein Raum wie den hier relativ breit ausleuchten. Das ist echt. Das heißt, bei euch wird es beim Blackout nicht finster, sondern ihr habt dieses kleine Gerät. Und was auch noch cool ist, es hat sehr viele Zusatzmöglichkeiten, wie hier zum Beispiel ein Karabiner, dass ich es irgendwo raufhängen kann. Hier sieht man, haben Magnete dran, das heißt, ich kann es überall ranhängen, wo man es magnetisch ist. Ich kann es aufstellen in verschiedenste Richtungen und so kann ich mir quasi den Raum ausleuchten. Es ist aber nicht nur eine Baumarktlampe, die übrigens auch noch IPX4 geschützt ist, also nicht wasserdicht, aber zumindest, die kann den Regen draußen stehen lassen, das macht ja nichts. Wiegt nur 180 Gramm und das Coolste ist, die kostet nur 31 Euro. Und was die noch hat, ich habe ja das Normale und wenn ich hier umschalte, dann habe ich eine Taschenlampe noch dazu. Also Leute, es ist echt geil, ich bin jetzt mit dieser Swiffel hier im Wald, das ist jetzt die mittlere Stufe und ich kann hier echt spazieren gehen. Was das Coole ist, wenn ihr jetzt weiter schauen möchtet, dann bleib einfach länger drum und habe eine normale Taschenlampe damit. Boah, hat da jetzt gerade irgendwas? Habt ihr das gesehen? Hat da nicht gerade irgendwas? Das heißt, hier habe ich quasi beides in einem. Hier kann ich quasi zusätzlich, habe ich noch eine Taschenlampe, die bis zu 80 Meter Reichweite hat. Immerhin. Und das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, das ist auch für die Filmemacher interessant, weil die mit 6200 Lumen strahlt. Das heißt, die werden mich in Zukunft draußen begleiten, um mich dann eben, wenn es finster ist, dass ich immer Lampe habe, um mich selber anzuleuchten. Finde ich richtig cool. Ich weiß nicht, ob das meine beste Idee war, aber hier draußen haben Geräusche, das ist echt crank. Ich habe ja schon Overnighter gemacht, aber so wie heute war es noch nie. Hört ihr das? Von dem her. Vor allem wiegt nur 180 Gramm und ich kann es wunderbar am Rucksack festmachen. Das ist also eine richtig coole Geschichte, muss ich sagen. Das waren eigentlich schon die wichtigsten Punkte zu dem Thema. Wie gesagt, kann man als Art kleinen Baustrahler verwenden, kann man notfalls als Taschenlampe verwenden, wenn es ist. Und reicht eigentlich, um eure Wohnung locker auszuleuchten. Also zumindest einen Raum.
So, Leute, die für mich schönste Lampe im Sale ist definitiv die neue Olight Seeker 3 Pro, der Nachfolger von der Seeker 2 Pro. Die gehört zu meinen zwei Lieblingslampen. Die Seeker hat nämlich den Vorteil, die hat nicht so einen engen Strahl wie eine M2R, sondern die hat einen relativ breiten Strahl und kommt trotzdem 250 Meter. Und die Seeker 3 hat jetzt einige neue Features, die die alte nicht hat. Das erste ist zum Beispiel ein Drehknopf. Das heißt, ich muss ja, damit ich die überhaupt starten kann, muss ich zuerst einmal kurz drehen und dann kann ich die überhaupt zuerst starten. Und mit dem Drehknopf kann ich quasi die Helligkeit stufenlos regeln. Es ist also richtig cool gemacht, muss ich sagen. Und ich habe jetzt hier auch diese Anzeige. Ich habe auch hier diese Anzeige, wie viel Batterie habe ich da und welche Stärke habe ich gerade eingeschaltet. Und das finde ich auch richtig cool. Und was das Geilste ist, die kommt in der Farbe Nightwolf Blau mit so Einfräsungen drin. Hey, die schaut aber sowas von geil aus. Und hat 1000 Lumen mehr, das heißt, die alte hatte 3200 Lumen, die hat 4200 Lumen und das kann sogar noch länger wie die alte, weil die hat nämlich jetzt 4 LEDs anstatt 3 LEDs. Die alte hatte die 3200 Lumen für 2 Minuten, die hat die 4200 für 2,5 Minuten, geht aber dann auf 1200 Lumen runter, also das Doppelte wie bei der alten und kann das nur mehr über 2 Stunden lang halten. Das heißt, für Suchmannschaft perfekt, schaut richtig geil aus. Tolles Teil, muss ich echt sagen. Und jetzt schauen wir uns den Praxistest an. Also das ist die Seeker 3 Pro mit voller Power. Es ist echt crank, das Teil. War da nicht irgendwas? Was ist denn da? Wow! Das ist also hier die Moonlight. Ihr seht, da sieht man aber trotzdem schon einiges. Nächste Stufen, da wird schon einiges mehr. Dritte Stufe, sieht man also schon die Bäume darauf. Vierte Stufe, da sieht man schon ziemlich weit. Und jetzt noch volle Power. Schon extrem krass. So Leute, was jeden von uns interessiert, ist natürlich, wer ist besser? Die Seeker 2? Die Seeker 2 oder die Seeker 3? Sicherung wieder. Und die wollen wir jetzt einfach. Jetzt schalte ich die Seeker 2 mal auf volle Power. Also wenn ich so vorne schaue, merke ich nicht viel Unterschied. Die 3er ist eher breiter und die andere ist eher so schmäler, enger. Von der Reichweite her muss ich sagen, sind es beide ziemlich gleich. Ich sehe den Baum dort ganz hinten, den müsst ihr jetzt eher sehen. Bei beiden eigentlich. Also das funktioniert insofern, ja. Die ist ein bisschen breiter gestreut, aber sonst ist nicht viel Unterschied. So Leute, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich noch nie bei Olight habe. Ich muss nämlich vor einer Olight warnen. Klingt komisch, ist aber so. Allerdings nicht vor einer Taschenlampe, sondern Olight macht jetzt auch auf Messer. Und da gibt es dieses kleine Nightclaw-Messer. In Österreich ist es sowieso verboten, da gibt es gar nicht zu bestellen. Bei uns gibt es zwar einen BKA-Bescheid für ein ähnliches Messer, sage ich mal, aber da es für dieses keinen BKA-Bescheid gibt, gehe ich persönlich davon aus, dass es wahrscheinlich unter Führungsverbot ist. Und dann muss ich sagen, für Everyday Carry, das vielleicht verboten ist, wo ich Probleme mit Waffengesetz gekriegt habe, würde ich ganz ehrlich sagen, da ist nur ein kleines Messerchen dran, da gibt es ein Schweizer Taschenmesser, das kann ähnliches, die kann man sich sparen. Es gibt dann auch das neue Messer, das Drewer. Beim Drewer muss ich auch eine kleine Warnung dazu sagen, und zwar, es ist nach 42a Waffengesetz in Deutschland nicht, ihr dürft es nicht führen, außer ihr habt definitiv einen wichtigen Grund, ich betone einen wichtigen Grund. Deswegen habe ich das Ding nicht mehr ausgepackt, weil ich will keinen Ärger mit dem Waffengesetz und da muss ich ganz ehrlich sagen, schade, dass es so ist, in alle anderen Länder ist es halt erlaubt und für Deutschland machen sie halt kein eigenes. Es gibt ein ähnliches Messer, das Splint, und das stelle ich euch doch vor, weil das eher was für die Sammler ist. Das ist nämlich aus reinem Titanium. Das ganze Messer wiegt damit nur 67 Gramm, schaut richtig geil aus, hat eine richtig scharfe Klinge auch mit dabei. Und wie gesagt, ist für die Sammler hochinteressant. Auch hier gilt das Gleiche, wenn ihr das Ding draußen mitnimmt, verstoßt ihr, da es sich um ein Einhandmesser handelt. Ihr seht ja, hier ist eingeknüpft und ich kann das so machen und es verriegelt dann automatisch und damit fällt es unter Paragraph 42a des Waffengesetzes. Darf also draußen nicht geführt werden, ist aber wirklich was Cooles für die ganzen Sammler.
Kommen wir jetzt zu einer Taschenlampe, deren Einsatzzweck sich mir nicht ganz erschließt, muss ich sagen. Es ist ein Strahler und dieser Strahler hat wirklich nur so ein ganz enges Feld. Auch schon niedrigste Stufe, ihr seht das, was das für ein enger Streukreis ist. Also mit der niedrigsten Stufe kommst du nicht weit. Mit der zweiten Stufe, ja, ich sehe halt dafür ewig weit. Also das ist schon geil. Muss man ganz klipp und klar sagen, aber zum Gehen geht es gerade so. Dafür kommt man damit über 500 Meter weit. Ihr seht, ich habe jetzt noch nicht einmal die volle Power, das ist jetzt nur Stufe 3. Und das Ding ist Wahnsinn, wie das alles hier ausleicht. Also die 500 Meter glaube ich sofort. Ist IPX7, das Problem ist, die Oberfläche ist so glatt. Also gerade mit Handschuhen, ich weiß nicht, wenn es vielleicht nur nass ist, das rutscht da wahrscheinlich aus der Hand. Hat aber ein geiles Holz da dabei. Mal sagen, das ist cool gemacht aus Plastik. Ist meines Erachtens eher was für Security, die, keine Ahnung, einen Zaun abstrahlen müssen, die einen engen, hellen Strahl brauchen. Für Security vielleicht interessant, um hier quasi so Zaun abzuleuchten, weil das kann ich natürlich sehr weit machen. Wie gesagt, 535 Meter Reichweite für den Preis, ich glaube, das kostet dann 85 Euro im Sale, ist ganz interessant. Aber ansonsten fällt mir jetzt, oder vielleicht für Hundebesitzer, die dann die Hunde so haben müssen, nur wie gesagt, ihr habt so einen ganz engen Strahl und außenrum fast nichts. Muss also jeder selber wissen, ob er sowas braucht oder nicht. Wer Security ist und die jetzt, die hat eine geile Zusatzfunktion und die ist extrem. Splitzdingsbums hat die auch. Und das ist extremst. Also das, da möchte ich definitiv nicht reinschauen. Es hat zwar einen sehr engen Strahl, aber der ist so fokussiert, der ist echt krass. Also für Security, auch von der Farbe her, finde ich es in Ordnung. Wie gesagt, für mich selber ist es jetzt weniger was. Scheiße, was ist das denn? Hä? Ich hab da jetzt gar nichts. Ich hab doch da gerade was gesehen. Aber scheinbar nur auf Nachtsicht. Oh, mir läuft es gerade eiskalt im Buckel runter, Leute. Was war das? Es gibt dann ein paar wieder richtig geile Sammler-Editions. Ich möchte euch hier jetzt mal die Warrior Mini 2. Habe ich euch ja schon öfters vorgestellt und die gibt es in diesem edlen Weiß. Und ich muss sagen, das schaut wirklich so ein bisschen, erinnert mich das an Krieg der Sterne, die Sturmtruppen. Die Waffen haben genauso ausgeschaut, schaut also richtig edel aus. Und es steht zwar Mini drum, aber es ist keine Mini-Taschenlampe. Die hat 1750 Lumen und 220 Meter Reichweite. Dieses kleine Scheißerle hier. Und das ist zum Beispiel eine, die Warrior Mini, die habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Also nicht im Wald, aber wenn ich so unterwegs bin, habe ich die immer mit dabei. Die ist klein, leicht und hat richtig geile Power. Die hat auch diesen Strobo-Modus, also mit der kann man sich auch ganz gut verteidigen, obwohl die wirklich so klein und mini ist. Wie gesagt, für die Sammler in diesem Weiß ein Muss. So Leute, natürlich gibt es wieder was zu gewinnen. Wer mir meinen Link unten einkauft, der nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil. Und zur Verlosung gibt es, und das ist richtig geil, die Seeker 3 Pro in Nightwolf Blau. Also muss ich echt sagen, das ist eine der geilsten Taschenlampen, die ich je in der Hand gehabt habe. Und dazu gibt es natürlich dieses blaue Etui, oder damit man schön, Gürtel, damit man schön im Gürtel dran kommt. Platz 2 wäre dann hier die Swiffel, wo ich einfach sage, das gehört für mich für den Preis in jeden Haushalt mit. Nein, ist klein, leicht, kann man überall festmachen und macht trotzdem richtig geil Licht. Also von dem her, coole Sache, muss ich sagen. Und auch für die Filme unter uns hochinteressant, weil es halt die richtige Helligkeit hat. In diesem Sinne, Leute, wer über den Link einkauft, ist automatisch mit dabei und dem wird dann automatisch, wenn er gezogen wird, von Oleid die Sachen zugeschickt. So Leute, ihr habt es jetzt gesehen, bei Oleid gibt es wieder viele interessante Sachen, gerade die Swiffel finde ich richtig toll. Es gibt natürlich wieder bis zu 40% in die Bundles und wer eben quasi bei meinem Gewinnspiel mitmachen möchte, unten ist der Link, dann könnt ihr ja diese Oleid Seeker 3 in Wolf Night kriegen, das ist echt der Hammer, muss ich sagen. Oder auch als zweiten Preis gibt es die Swiffel. Grüß euch. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Fährt euch!